Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier bei mir im Whisky-Club, hier auf meinem roten Sofa. Es ist wieder Sonntag und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Whisky-Tasting. Ja, und ich hatte es in der Vergangenheit angekündigt, ich hatte es versprochen, ich werde auch den dritten Blatnoch Whisky aus der neu erschienenen Trilogie probieren. Ein Whisky, an den man nur äußerst schwer rankommt, der sehr stark limitiert ist und der auch schweineteuer ist. Das kann ich einfach auch schon mal sagen. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, sehr auf dieses Tasting, weil es eine Destillerie ist, die ich bisher überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte die ganze Region noch nicht wirklich auf dem Schirm. Ich rede nämlich von den schottischen Lowlands. Wenn ihr mal die Karte hinter mir euch anschaut, dann seht ihr hier oben die Highlands, hier liegt die Speyside, sozusagen das Herz der schottischen Whisky-Industrie. Und hier im Süden liegen die Lowlands. Und die Lowlands sind eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr milde, sehr weiche, sehr gefällige Whiskys machen. Häufig auch Grain-Whiskys und dass sie dreifach destillieren. So ähnlich wie es die meisten irischen Destillerien auch machen. Dabei herauskommen sehr gefällige Whiskys, die aber nicht unbedingt jedermanns Geschmack sind. Also ich habe mich anfangs mit den irischen Whiskys recht schwer getan, bis ich dann auf Teeling gestoßen bin. Und ich tue mich auch ein bisschen schwer mit den Lowland Whiskys. Um es mal einfach als Beispiel zu nennen, auch in Toschen, habe ich bisher 2 oder 3 Whiskys probiert, haben mir alle nicht wirklich gut gefallen. Blatnoch ist auch eine Lowland Distillerie, allerdings eine, die eigentlich im Geiste mehr den Highlands zugehörig ist, denn sie brennen nur zweifach. Mit 2 Brennblasen und einem sehr kleinen Produktionsvolumen von nur 250.000 Litern im Jahr. Blatnoch, 1817 gegründet, feiert dieses Jahr, ich nehme dieses Video jetzt 2017 auf, sein 200. Firmenjubiläum. Und um diesen Anlass gebührend zu feiern und zu würdigen, haben sie eine Trilogie kreiert, die limitiert ist, die in edelsten Verpackungen daherkommt, mit einem tollen Design und die von Master Distiller Ian McMillan konzipiert wurde, dem ehemaligen Master Distiller von Buna Heaven. Alle 2 Whiskys, die ich bisher testen durfte, nämlich den Samsara und den Adela, ich blende euch mal den Link hier ein, haben mir sehr gut gefallen. Ungewöhnlich, aber gut. Das ist nun das Kronjuwel dieser Trilogie, der Blatnoch Thalia. Und er ist, soweit ich weiß, einer der ältesten Lowland Whiskys, die es so als reguläre Brennereiabfüllung überhaupt gibt. Er ist stolze 25 Jahre alt. Das ist echt eine Marke. Und nicht nur das, er ist auch noch mit Fassstärke abgefüllt. Mit sage und schreibe 49,2 Volumenprozenten Alkohol. Er ist nicht kältefiltriert und er ist nicht gefärbt. Er hat einen Finish aus neuer Eiche bekommen. New Oak Finish. Also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, aber erstmal zeige ich euch die Flasche. So sieht sie aus. Wahnsinn, wie die beiden anderen auch. Das Design passt toll zusammen. Also wirklich ein mordsschwerer Dekanter, den Blatnoch hier auf den Markt geworfen hat, mit einem dicken, fetten Stopfen mit Metallrand oben. Also ein richtig, richtig wuchtiges, schweres Ding. Hier der 25-Jährige hat auch noch eine besondere Verpackung spendiert bekommen. Also toll. Ich kann nur sagen, das Ding begeistert mich. Das ist wirklich wunderschön gemacht, wertig gemacht, echtes Sammlerobjekt. Und ich glaube auch, das Blatt noch ein bisschen auf die Sammler hier abzieht. Ich kann mich davon nicht ganz frei machen. Ihr seht, die Flasche ist noch verschlossen. Ich habe mir, wie auch bei den beiden anderen Teilen, ein Sample besorgt, weil ich diese edlen Stückchen erst noch ein bisschen ins Regal stellen möchte und mal schauen möchte, was da so passiert in den nächsten Jahren. Ja, also, was ist der Thalia? New Oak Finish, das kann ja alles Mögliche bedeuten.
Es ist auf jeden Fall, das habe ich im Internet lesen können, eine Mischung aus Ex-Bourbon-Fass gereiften Whiskys und Ex-Sherry-Fass gereiften Whiskys. Und ganz offensichtlich haben die nochmal ein gesondertes Finish in neuen Eichenfässern bekommen. Wobei sich die Destillerie darüber ausschweigt, ob es nun europäische Eiche ist oder amerikanische Weißeiche. Also ich tippe mal eher auf amerikanische Weißeiche, weil die einfach, ja, die gibt nicht so viel Eigenaromen ab. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit so alten Whiskys. Die sind in ihrer Komplexität meistens sehr, sehr filigran. Und wenn man dann irgendwie noch mit einem wuchtigen europäischen Eichenfass daran geht, um das zu finishen, dann könnte ich mir vorstellen, verdirbt man den Whisky sogar eher, als dass man ihn noch besser macht. Deswegen tippe ich einfach mal auf frische amerikanische Weißeichefässer. Da sind die ganzen nochmal gefinisht worden. Wie auch die beiden Vorgänger, limitiert, wobei hier heißt limitiert wirklich limitiert. Es gibt sage und schreibe nur 600 Flaschen weltweit. Der Preis dementsprechend astronomisch. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Es gibt ihn, glaube ich, so 2017 so für um die 300 Euro noch. Ich habe relativ früh zugegriffen, von daher konnte ich ihn noch ein bisschen günstiger ergattern, aber man merkt schon, die Preise beginnen zu klettern und das wird nicht mehr lange dauern, bis diese Flaschen vergriffen sind. Da könnt ihr drauf wetten. Deswegen, wie gesagt, verschlossen und deswegen habe ich mir aus England, weil sonst hat man es nirgendwo mehr gekriegt, noch ein Sample besorgt. Auch das war nicht besonders günstig. Dieses kleine Fläschchen, 3 Zentiliter, haben mich stolze 25 Euro gekostet. Aber das war es mir wert, denn auf diese Art und Weise kann ich euch die komplette Trilogie vorstellen. Na? So, und jetzt wollen wir mal reinschnuppern in das gute Stück. Ah ja, bevor ich es noch vergesse zu erwähnen, 2017 San Francisco World Spirit Competition Award hat der auch ergattert. Ne? Also ist auch schon preisgekrönter Whisky. Ja, die Nase, wow. Wow. Alt. Alter Whisky. Merkt man sofort. Ich mache das immer so ein bisschen an dem Bienenwachsaroma fest. Alte Whiskys bekommen irgendwann so ein Aroma, das ich mit Bienenwachs oder mit Leder in Verbindung bringe. Und das hat der auch, ganz klar. Wachsig, Leder, Holz. Zedernholz, interessanterweise, also schöne ätherische Öle, wie von Zedernholz, wie polierte Eiche auch. Ingwer, Vanille, Toffee, sehr süß, sehr gefällig, sehr geschmeidig. Ja, und noch so ein Anflug von frischen, aber reifen Äpfeln. Also, das ist eine wundervolle Nase. Großartig. Da müsste man jetzt eigentlich eine Viertelstunde, 20 Minuten dran sitzen und nur schnuppern. Weil das ist wieder so eine unglaublich komplexe Nase. Herrlich. Wer sich jetzt unter euch natürlich fragt, woher kommen denn diese Whiskys? Die Destillerie ist ja erst 2015 wiedereröffnet worden. Ja, die stammen tatsächlich noch aus der Zeit vor der Schließung. Weil Blatt noch im Jahre 95 eine schwere Krise durchlitten hat und dicht gemacht wurde, sollte sogar schon abgerissen werden. Es wurden schon Teile verkauft, die kupfernen Brennblasen wurden schon verkauft. Die Whiskys, die hier drin stecken, müssen also aus der Zeit davor stammen. Und wurden halt von Ian Macmillan zusammengestellt, um jetzt halt dieses Kronjuwel hier zu komponieren. Boah, ich kann mich gar nicht lösen von dieser Nase. Das ist herrlich, das ist wundervoll. Das ist, als würde man einen alten Macallan vor der Nase haben. Großartig. Tja, aber ich will euch nicht langweilen. Ich werde mal probieren und euch meine Eindrücke schildern. ...49,2 Volumenprozent Alkohol, ein kräftiges Teil, aber in dieser Form durchaus trinkbar.
Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit alten Whiskys. Man sollte sie nicht verwässern, weil dann fallen sie auseinander. Man kann ihnen einen kleinen Schluck Wasser geben. Ich werde das jetzt auch mal probieren hier. Aber wirklich nur ein paar Tröpfchen, um das gute Stück nicht zu verwässern. Ich hoffe, dass das noch nicht zu viel war. Aber der kommt so kräftig daher, so voluminös und so würzig, dass er das meiner Meinung nach vertragen kann. Der kann das gut vertragen. Der ist keineswegs altersschwach, sondern der ist so voll aufgeladen mit Aromen, dass er mir jetzt den Schluck Wasser sogar verziehen hat. Ingwerbrot. Also er bringt das mit, was ich auch bei den zwei Vorgängern festgestellt habe, eine gewisse pfeffrige oder Ingwerschärfe, sagen wir es mal so, ist eigentlich eher eine Ingwerschärfe, die so oben auf der Zunge liegt, kribbelt und britzelt und die aber eine tolle Würzigkeit verströmt und dann aber gleichzeitig die Süße. Die Süße, die er aus den Fässern gezogen hat, die Süße, die er durch die Reifung erhalten hat, Honig, und zwar so richtig schöner Waldhonig, kein Blütenhonig, sondern hier sind schwere, wuchtige Waldaromen drin, vielleicht von Kiefernadeln, sowas in der Richtung, Kiefernhonig, Zedernhonig, weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber auf jeden Fall ein schwerer Waldhonig, süße Eiche und dann auch ein Anflug von Orange, und zwar richtig reife, fette Saftorangen, diese dunklen, diese Moro-Orangen, wenn ihr die kennt. Sowohl den Saft als auch die Schale. All das steckt hier drin. Und ich bin sicher, ich würde noch viel mehr entdecken, wenn ich mir die nötige Zeit nehmen würde. Also dieser Whisky ist wirklich ein Gedicht. Das ist ein Spitzenwhisky. Eindeutig. Ja, ihr seht mich hier träumen und schwelgen und die Augen verdrehen. Haben sie gut hingekriegt bei Blatnoch. Das ist ein tolles Ding. Ich bin wirklich froh, dass ich davon noch ein Fläschchen ergattern konnte. Das bekommt mit Sicherheit einen Ehrenplatz bei mir im Regal. Und ich werde ihn auch, wie gesagt, noch ein bisschen verschlossen lassen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den hergebe. Den hebe ich mir wirklich für was ganz Besonderes mal auf, für irgendeinen, ja, wer weiß, wenn ich mal irgendeinen Bestseller habe oder so. Oder falls mal eines meiner Bücher im Kino verfilmt wird, irgendwie für so eine Gelegenheit, dann mache ich den auf. Für sowas ist der gemacht worden. Ja, in diesem Sinne, jetzt kommt die Wertung. Samsara habe ich 85 gegeben, dem Adela habe ich 90 gegeben und ich werde die Tradition beibehalten und werde dem Thalia tatsächlich 95 geben. 95 von 100 Punkten. Ein Hammer-Whisky, ein wunderschönes Stück, auch in dieser Aufmachung, in dieser Präsentation. Richtig, richtig gut. Tolle Sache. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidungsfindung, ob ihr das Geld dafür noch ausgeben wollt oder nicht, helfen. Würde mich freuen, wenn es so wäre. Und ja, nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche Sonntag kommt ein neues Whisky-Video. Ihr könnt auch da unten abonnieren. Dann bekommt ihr automatisch Kontakt oder Nachricht, wenn das neue Video online ist. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch eine schöne Woche. Und hoffe, euch bei guter Gesundheit nächste Woche wieder anzutreffen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.